Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Mit den üblichen Verdächtigen, die jetzt nur noch winken. Hallo. Hallo. Ach, ihr wollt auch doch reden. Nein. Nein? Okay. Warum treffe ich den Hund nicht, der direkt vor mir ist? Das ist gut. Jetzt. Wollte mich gerade ein bisschen verpopelt fühlen. Hochlaufer, Popel. Ja, beäumelt wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, ich hab jetzt gerade voll. Ja. Erwischt. Ja, okay. Konfetti! Oh, ich liebe Konfetti. Ja, sieht doch geil aus hier bei den Maulwurfs-Rattenhorden immer. Da ist ein kleines Feuerwerk auf dem Boden. Oh, Mocke, der da hinten ist, 3 Sterne. Der da oben. So langsam habe ich wirklich genug Harpunen. Machen wir mal ein paar Kronkorken mit hier. Brauche ich sowieso. Oh, ja, ja, gut, ich sehe schon. Kronkorken, ich brauch Geld, Kronkorken. Ich sammle sogar die von der Straße auf. So, Cranberry Bock, wer macht mit? Gleich, wir machen unter den Boden und dann sind wir sofort da. Aber irgendwie ist ja gerade Maulwurst, Ratten, Supermutanten, Happa Happa Woche. Okay. Ja, irgendwie. Wie denn? Ach, hier dritte. Oh, ist ja richtig in der Metzel hier. Supermutant. Irgendwie hast du eine ballistische Kurve gekriegt oder was ist los? Geblieben hier. Ach Junge. Da lauf doch mal. Mensch, jetzt lässt er mich nicht nachladen. Ist ja schlimm. Mock weh. Weil, boah. Sind sowieso noch 21 Minuten. Oh Gott. Oh Gott. Hören schon. Wie kommt denn der hierher? Wer? Den hab ich geholt. Hey. Ach so. Den hab ich geholt. Uga. Ja, ja, deswegen lassen wir den erstmal kurz. Ah ja, Feuerwerk, oder? So. Naja, wir merken schon. Jetzt sieht's. Hau dich bloß nicht selbst. Doch, ich hoffe. Böse Skorpion. Oh, Maulwurf, Ratte, legendär. Wo? Ist der jetzt mit dem Granatenwerfer hin? Baller. Oh. Mausi? Ups. Ups. wo ist er? Ach ja. Granaten? Granaten? Jo. So schön. Bis zum Himmel und noch viel weiter. Ja, irgendwo muss da noch was sein. Ist schon fertig hier hinten, das war der Skorpion. Hey, ist noch ein Skorpion hier. Der hängt ja irgendwo Baum fest. Och Mensch, das bin ich jetzt gewesen. So, jetzt muss er bei dir sein. Also. Aua. Der ist immer noch bei dir, ne? Ja, der hat den hinter dem Popel. Der wollte beißen.
Stachel. Ja, komm, sonst rotze ich mich hier die ganze Zeit weg. Mein Rucksack frisst mich heute auf. Was denn? Ich bin Captain Kosmos treu geblieben, ne? Ich bin immer noch Kaugummiautomat. Ja, ein schön hässlich. Nee, was? Toll. Was? So wunderschön. Also hier kommt Eder. Aua. Und ein Stechblütler. Hilfe, ich hab Angst. Das ist irgendwie bei Mokwe noch Eder, ja. Hier sind Stechblütler noch bei Mokwe. So, jetzt können wir wieder normale Munition nutzen. Mistviecher sind weg. Nee, da ist noch eins. Echt? Wo ist noch ein Stechi? Nee, da ist ein Nebelkriecher. Ja gut, Nebelkriecher sind ja jetzt nicht gefährlich. Stechis sind gefährlich. Ja. Stechis sind gefährlich, aber doch nicht Nebelkriecher. Skorpione sind gefährlich, aber doch nicht Nebelkriecher. Wenn die mir öfters auf den Kopf pochen, macht das schon Aua, finde ich manchmal. Ja, aber den kannst du eigentlich noch gut ausweichen, den Stechis kannst du nicht ausweichen. Ah, na gut. Und den Skorpion auch nicht. Und die fressen immer deine AP. Zum Frühstück und zum Mittag. So, hier hinten ist wieder einer. Da hinten kommt man ja gar nicht hin. Naja, ich hab mir nur angeschossen, damit er schneller kommt. So. Der kommt ja dann schon. Da war eine Maulwurfratte und da ist eine Maulwurfratte. Ach man, ich kriege immer die Maulwurfsratte ins Wanz, aber nicht den komischen Nebelkriecher da hinten. Mann, jetzt nerv mich nicht, du blöde Maulwurfsratte. Wo rennt der denn hin? Ja, lass dich hitten! So. Haben wir in der letzten Zeit auch schon festgestellt, dass die viel uns wohin rennen. Der Gleis aber einer ist hier. Oh, da ist ja wieder einer hier hinten. Wo denn? Ja, irgendwo ist er hingerannt, ja. Au. Vor mir stand Mausi. Entschuldigung. Ist nicht so schlimm, jetzt bin ich in der Power-Rüstung. Jetzt habe ich den Minigun. Wollte schon sagen, Blaze-Bolzen ist sie nicht, oder? Nee, sie ist vor meiner Minigun vorgelaufen. Ach so. Und dann habe ich mir erstmal schön selbst was reingedrückt. Wo ist denn der hingerannt? Kommen wir mal hier zurück. Ey, das kämpft der da hinten mit Blutern. Ja. Oh, hast du. Oh, ja, voll schwer. Hilfe! Rota kommen. Hey, also kommen. Ja, also dieses Jahr ist echt ein bisschen komisch hier mit den Gegnern, ja. Die mich irgendwo rumgeistern. Vielleicht ist er ja legendär. Oder auch nicht. Wovon träumst du nachts? Legendär. Was? Legendär. Du träumst von Legendären, das kann doch nicht wahr sein. Wohl, wenn zwei Mann von hinten kommt, dann kommt der Beamer bestimmt von hinten. Okay, der ist wirklich legendär. Darf ich den Oma anschießen oder muss er gleich sterben? Nee, ich hab ihn doch nur angeschossen, ist ja ganz cool bleiben. Ich hab nur an die Beamer, einmal kurz. Ich versteck mich im Wald. Aua. Alle? Und außerdem sind wir doch jetzt alle in einem Team, jetzt ist doch gar nicht so schlimm. Dein Loot kriegst du trotzdem. Wie heißt das immer so schön? Es geht ja nicht um den Loot. Und ja, und weil ihr mit Gleisgewehren drauf geschossen habt, habe ich jetzt auch gleich das Bürgers Gleisgewehr. Ganz toll. Ach guck mal, der wartet hier so, ja. Ja, der wird abgeholt, ey. Oh. So. Das dürfte ja zivil sein, wa? Tja. Mir ist schon warm. Ja, soll dir noch wärmen. Achso, warte. Ja, dann machen wir nein, so. Nein, wir sind schon weg. Wir sind schon weg. Wir sind schon weg. Ja, doch. Hab dich doch getroffen. Naja. Bin ich doch ein bisschen verbrannt. Nee, verbrannt nicht. Ich hab dich gekühlt. Ich hab mit dem Cryo drauf geschossen. Erst hab ich dich heiß gemacht und dann hab ich dich ausgemacht.
Frostbeulen anziehen. Naja, schön. Mokbe? Ja, ich wollte nur Bescheid sagen. Ja, ich spreche mit. Naja, der steht hier immer noch rum. Seid ihr immer noch mit dem Boot beschäftigt? Ja, immer doch. Jetzt rennt er ja wieder. Schau mal, Sunny vorbei, wenn ach so. Du manchmal hilft ja wirklich wegporten, wieder hinkommen, dann kann man wieder aus dem Arsch kommen, ja. Genau aus diesem Grund mag ich den Booten überhaupt nicht. Je schneller du die Ausrüstung besorgst, desto besser. Auch leiden können. Ja. Ja, leiden, indem ich es einfach nicht mache. Okay, Wort. Du hast. Ach, hier ist schon wieder irgendwo ein Verbrecher. Ach, der sitzt da hinten drinne. Oh Gott. Na warte, Kleiner. Bei Sunny im Shop sitzen hier. Voll noch dicke Hose machen. Ja. Der arme Sunny, der hat einen gekühlten Schrank. So, dann kann ich hier nochmal ein paar Scheinchen eintauschen. 1200. Wie viel kostet von T65 ein Arm? 1000? 1000. Ne? 1000, ne? Dann kann ich mir den nächsten Arm kaufen. Ich bin ja schon wieder bei 1200. Ich hab letztens richtig zugeschlagen und hab mal alle Körperteil-Mods gekauft für die Secret Service-Rüstung. Hab ich jetzt alles durch. Ach nö, ein Hartskorpion. So, Page fotografieren. Haben fertig, dann gehen wir hier noch einmal kurz durch. Ich kann meine Waffe reparieren. Ja, vergesse. Oh, ich hab alles fertig. Tschüss. Ich bleib dir noch erhalten. Gut. Mach mal in deiner Story weiter, Maus. Never ending story. An welcher Story? Ne, sie hat immer noch nicht die Hauptquest fertig gemacht. Noch nicht den Vault durchgelaufen? Nein. Hat schon Gold ohne Ende, aber ist noch nicht den Vault durchgelaufen. Kriege ich jetzt Hauer? Ja. Das soll keine Belohnung darstellen, dann nicht. Nee, dafür musst du sie ja knuddeln, aber das ist auch eine Belohnung. Also du kannst sie eigentlich nicht bestrafen. Ich habe ihn. Bestrafung braucht das Land. Ich muss mein Fenster aufmachen. Fahr nicht raus. Nö, aber ich will mal Luft. Also. Oi, jetzt kommt aber ganz schön Wind rein hier. Hoffe ich doch mal. Ja, aber in dein Mikro. Oh, das hatte ich jetzt eben gehört, jetzt ist nichts mehr. Ach, wo du das Fenster aufgemacht hast, kam der Wind rein. Das ist der F-Modus jetzt. Ach, so. Ja, irgendwie hat mich vom Wetterbericht ein bisschen verarscht gefühlt, ja. Wieso? Naja, weil der hieß eigentlich, dass es den ganzen Tag regnen sollte. Hier im Berliner Raum. Hm. Ja. Ja. Das glaubst du aber selber nicht. Dann fing ja vorhin an, so schön die Sonne zu strahlen. So, dass ich dann wieder die Fenster zumachen muss. Das also von den Regenschauern habe ich auch nicht viel mitgekriegt. Ja. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, aber kam da schon. Ja, sind fähig, du Ghoul. Das war mit der Harpunkanone. Achso. Das ist schon nicht mal als jemand. Bist du ein Ghoul? Ja, wüsste ich ja nicht. Also, hier in der Postapokalypse ist ja alles möglich. Wir sind ja verstrahlt, also eigentlich müssten wir ja Ghoul sein. Ja, ich bin irgendwie der einzige nicht blutbefleckte. Ja, selber schuld. Ich fühle mich immer so als Außenseiter von den Gruppen. Ja, sind das alle Junkies sowieso nicht? Also, bitte nicht. Ein Junkie spielt ja kaum jemand, das ist es ja. Mag ja einfach keiner. Ja, keine Ahnung. Was ist mit blutbefleckten Junkie? Das ist ja auch das spielen, ja. Könnte, ja, rein theoretisch müsste ich mich jetzt nur runter strahlen, dann wäre ich ein blutbefleckter Junkie. Kann ich mir aussuchen, oh ja, heute nehme ich mal Junkie, morgen nehme ich mal blutbefleckt. Ach, die sind hinten alle, ja. Oder ein blutbefleckter Berserker-Junkie.
Okay, das haut nicht hin. Das kriegst du nicht. Also, man kann vieles machen, aber das kriegst du nicht hin. Ohne dass du die Perks hin und her wechseln musst und im Skillbaum nicht viel hin und her setzen musst. Das ist noch nicht möglich. Mit den legendären, ja, wäre möglich, wäre aber dann. Wäre viel zu wenig Schaden. Ruhig, alles ruhig. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. In meiner Welt, ja. Und dann Platz. Platz mich immer an hier. Mensch, ich wollte meine Harpunen stacken. Jetzt. Was ist denn hier los mit der Waffe? Ist sie wirklich so verflucht? Ja. Ich glaube, die Spitzhacke hier. Nee, die Spitzhacke habe ich ja nicht. Nee, ich hatte nur die Harpunkanone gekriegt. Stimmt, was hat er bis jetzt? Geh mal lieber nicht hoch, die Optik schon. Bevor ich die geschnitten habe. Heute früh war richtig schön. Da ging es wie am Fließband. Da kam der Wendigo zuerst, dann haben sie den Knie geschmissen, dann ist man erst zum Knie gegangen, danach zum Wendigo und dann ging es mal so weiter. War lustig. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Kann man mir nicht erzählen? Gegen Schaden? Nee, Schaden ist vollkommen in Ordnung. Ist sogar sehr, sehr gut im Gegensatz zu einer normalen Harpunkanone. Aber irgendwie, ja, du. Die schießt dich geradeaus. Die schießt sogar daneben und das ist eine Schrotflinte. Ah, ja. Also, ne, Streuung normal, aber. Wenn er vor dir steht und du trotzdem daneben schießt, dann kann ja irgendwo was nicht stimmen. Na, uns ist irgendwie jetzt dann aufgefallen, dass das letztes irgendwie gefühlt fast gar nicht mehr funktioniert hat. Jetzt hat es nicht dahin geschossen, wo wir hinschießen wollten. Na, wie gesagt, es ist ein bisschen merkwürdig gerade. Ich benutze jetzt ohne Wets und mit Wets, also. Mal macht sie. Vielleicht liegt sie jetzt am Verflucht. Vielleicht haben sie es nicht dazu geschrieben. Keine Ahnung. Habe ich mich noch nicht mit befasst. Also, ich habe keine Ahnung. Normalerweise hätte ich ihn treffen müssen. Jetzt genug. Jetzt gehe ich rein. Ich will meine Vakuumröhren haben. Hey, gestern war es auch so ganz extrem. Auch immer. So machen. Ja, nicht, dass die verfluchten Waffen jetzt nachher auch scheiße sind. Ja. Also völlig, dass man sie gar nicht mehr benutzen kann, weil sie nicht treffen. Weil sie mal Bock haben, wenn sie treffen wollen. Das ist halt verflucht, wa? Ja, das wäre ja okay logisch, aber. Hätte ja denn keinen Nutzen. Also der Perk. War das jetzt die kaputte? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich nicht aufgepasst und habe nur aufgesammelt. Verdammt! Jetzt muss ich doch alle sammeln. Außer ich finde noch die kaputte. So, das war Doc Vox. Da haben wir eine. Und da vorne. Cranberry Borg ist wieder. Okay. Oder Eschi. Oder Wald. Oder. Was weiß ich. Okay. Manchmal geht das wie am Fließband und manchmal kommen sie ja nicht. Ja. Gule. Schlimm. Ich würde sich hier schon wieder freuen. Da liegen jetzt überall Skorpion-Eier rum. Das hat der letzten schon so geil. Den Fußball nicht spielen hier am Mockway, siehst du? Bam! Ja, ein Fußballspiel machen wir. Da hinten die. Oh, ich verlaufe mich jedes Mal im Knast.
sollst ja auch nur in einer Zelle sitzen. Rumlaufen. Ja, aber rumlaufen macht viel mehr Spaß. Die Ausmisten macht Spaß. Das auch. Boah. Und wieder Lack haben beim Terminal hacken. Boah, ey. Ey, wie sind denn das jetzt hier? Wundertoll. Cool, lass mich durch die Tür. Heute noch. Das Hüßchen geflattert, ja? Na, aber. So, jetzt reicht's. Jetzt wollen wir was mit mehr Munition. Ah, kaputte war sowieso die letzte. Wurst. Scheiße. Also wenn ich jetzt sterbe? Dann werde ich reich. Dann weißt du, dass die Nebelkriecher doch Aua machen. Ja, gerade so. Simpack. Ja! Du hast gesagt, die machen gar keinen Schaden. Oh, der ist 3 Sterne. Oh, mach weh, schießen. Ja. Was denn? Ich muss jetzt wieder an seine Worte denken. Die machen doch gar kein Aua. Ne, machen sie auch nicht. Naja, hier mit dicker Hose rumstehen, ja, und Aua. Aber es sah lustig aus. Immer auf den Kopf gehauen, da stehen, da waren wir nicht. Ach, herrlich. Aber tun wir nicht alle für Orbitalschläge, wa? Da, 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 da. Gesundheit! Danke! Das war viel zu leise. Das konnte keiner hören. Vergessen die Taste zu drücken. Ich nies doch nicht ins Mikro. Boah, richtig schön. Ah ja, du wirst es merken schon. Zu faul zum Laufen, das alles. Ja, ach ja. Pff. Die kümmern uns mal drauf. Wir holen sie ran, ja, damit sie besser in Topf werden. So, der kommt jetzt hier. Aua. Aber er macht ja gar keinen Schaden. Nee, macht er ja auch nicht. Ja, guck mal, da kommt noch einer. Ja, ja, meine Lücke hier. Als Haustier hätte ich ja gerne einen, so einen Leuchten. Aber vom Moor aus rübertragen, wo du. Na okay, bist ja jetzt Savage. Müsste gehen. Aber wir haben einen Leuchtenden finden, der auf dem Random erscheint. Das ist. Ja. Das ist schon. Oh, hier liegen noch Skorpioneier. Yay. Ja, ja, deswegen spielen wir ja gerade Fußball hier. Und Tor. Ja, wie gesagt, begeistert, der verkehrt im Weichwasser. Oh, ich höre schon. Na ja. Dann wieder. Oh, der ist ja schon wieder legendär. Okay, hast Kopfschmerzen. Also hast du. Jetzt geht eine Waffe nach der anderen. Oh, ey. Mensch, ich treff dich die ganze Zeit, Junge. Oh. Ich hab mir eine Backpfeife. Danke. Danke, Sohn. Bitteschön, Papa. Ja, aua. War diesmal? Doch gar nicht. Ein Pirschers Kaliber 50 Maschinengewehr. Oh, eine blutbefleckte Powerforce. Nein. Doppelschrotze. Dann noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Fleisch, 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 Fleisch.
Boah, du hast ja direkt genug rumliegen, wa? Ja. Habe ich was zu verkaufen? Hilfe? Okay, Mausi ist jetzt auch gestorben. Also heute ist Tag der sterbenden Leute, oder wie? Ja, ja. Roboter hat mich gesehen. Mit der Gazi, wa? Nee, das war ein Protektron. Was? Der auf den Rollen hier, der mal so schön angerast kommt und dich dann immer so schön haut? Nee. Danke. War nur eine Frage, Feststellung. Entschuldigung. Ja. Alles gut? Alles gut, wir sind alle nicht auf der Höhe. Wir sind alle heute schon 100-mal gestorben. Gefühlt. Wir könnten ja mal einen Sterbecounter einrichten. Nee, das wäre mir jetzt zu viel Arbeit. Wollen wir jetzt. So. Die Arbeit ist, dann erst recht. Okay. Dann kriegst du ihn erst recht nicht, weil ich muss ja rosa Captain Cosmos tragen. Ja. Ja, jetzt habe ich dich gecountert, wa? Jetzt sagt er gar nichts mehr. Okay. Wer hat ihn gecountert? Ich bin noch nicht gestorben, ja? Hat doch keiner gesagt, dass du sterben sollst. Achso, okay. Also ich hab's nicht verlangt. Mensch, jetzt poltert mir hier schon wieder was gegen die Rüstung. Hört auf, mir gegen die Rüstung zu poltern. Ich will ja, dann hör doch auf, die Frauenhefte anzugucken. Welche Frauenhefte? Die ich nicht gefunden habe. Nein, ich habe keine Frauenhefte. Nein, und jetzt nicht unterm Bett nachschauen. Da wirst du nichts finden. Überhaupt nichts. Nein. Du meine Rasen ist springend. Au. Okay, ich glaube, wir müssen wirklich einen Killcounter einrichten. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich so wenig Life habe. Oh. Na, dann machen wir hier nochmal alles kaputt, bis auf die Stachel. Kann man wieder schön mal verwenden. Gut, dann machen wir jetzt hier aber an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Ich gehe meine Waffen reparieren und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.